Daily. Junge Startups. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Mittwochnachmittag. Und da gibt es wie gewohnt unsere Rubrik Junge Startups, in der sich junge Startups vorstellen können, die noch nicht mehr als 1 Million Euro in Finanzierungsgeldern aufgenommen haben und dabei nicht älter als 3 Jahre sind. Falls ihr da draußen auch ein junges Startup seid und euch hier vorstellen möchtet, sendet eure Bewerbung gerne an podcast@startup-insider.com. In der heutigen Ausgabe geht es los mit Lemon Tabs. Das Unternehmen vereinfacht den Business-Kontaktaustausch mit Hilfe von digitalen Visitenkarten, die zentral von einer Management-Plattform verwaltet werden. Vertreten wird Lemon Tabs heute von Raji Sarhi, dem Co-Founder und CEO. Weiter geht es dann mit LiveTab, eine Suchmaschine, die Anfragen nicht individuell, sondern in Gruppen bearbeitet und daraus ein kollektives Sucherlebnis macht. Fabio Molinar, der CEO, bringt euch mehr Infos darüber. Und dann kommt noch Recoro, ein Co-Pilot für Vertriebsgespräche, der diese mithilfe einer KI analysiert und dadurch die Möglichkeit gibt, dem Vertriebler besser in seinen Verkaufsgesprächen zu werden. Mehr dazu gibt's gleich von Julian Speckmeier, dem Co-Founder und CEO. Wir haben noch ein paar Verbraucherhinweise hier für euch und dann kommen die Kurzporträts. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Zefdesk, der Buchhaltungssoftware für Selbstständige und Kleinunternehmer. Mit Zefdesk erledigst du deine Buchhaltung einfach und schnell. Konzentriere dich auf dein Business und automatisiere deine Prozesse mit der digitalen Buchhaltungssoftware. Behalte deine Finanzen stets im Blick und konzentriere dich mehr auf deine Kunden. Denn mit Zefdesk bleibt mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Du und dein Traum. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate auf www.zefdesk.de/startupinsider. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Lemon Tabs, die Software für Kontaktverwaltung. Was ist euer Produkt? Lemon Tabs ist eine B2B-Plattform für das effiziente Netzwerken. Mit unserer digitalen Visitenkarte können Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen alle Kontaktdaten, Links und Dokumente an einem Ort verwalten, bearbeiten und sicher per NFC oder QR-Code mit ihrem Gegenüber teilen. Das alles ganz ohne App. Das spart natürlich Zeit, Ressourcen und Geld. Wir sind zudem DSGVO-konform und bieten Integration zu HR, CRM-Tools an, für die automatische Synchronisation von Daten, um viele manuelle Prozesse zu automatisieren. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Gegründet habe ich Lemon Tabs mit meiner Mitgründerin Anna Lörzer in Stuttgart, wo ich auch herkomme. Die Anna kommt aus Landau in der Pfalz und die kenne ich auch schon aus dem Wirtschaftsingenieurwesenstudium am KIT, wo wir auch schon mehrfach zusammen gegründet haben. Deshalb können wir uns blind vertrauen und sind mit unseren komplementären Fähigkeiten perfekt aufgestellt. In den letzten 12 Monaten haben wir es geschafft, 8 weitere tolle Teammitglieder oder auch Lemons genannt zu finden, welche super zu unseren Werten und Prinzipien passen. Was wird durch euer Produkt besser? Wusstest du, dass mehr als 10 Milliarden Visitenkarten pro Jahr allein in den USA gedruckt werden? Das sind 27 Millionen Papiervisitenkarten pro Tag. Und davon werden statistisch gesehen fast 90% weggeworfen oder landen in der besagten Schublade. Und landen diese erstmal in die Schublade, fragt man sich später 3 Fragen. Wer sind diese ganzen Menschen eigentlich nochmal? Ich kann mich an keinen davon erinnern. Sind die Daten eigentlich noch aktuell, wenn ich jemanden kontaktieren möchte? Und ist das alles eigentlich nachhaltig, wenn jeder so einen Stapel voller Papier in seiner Schublade hat? Und genau hier tritt Lemon Tabs ein und schafft eine effiziente und nachhaltige Lösung. Alle relevanten Informationen zu deiner Person und deinem Service, sogar Flyer, können in deinem digitalen Profil hochgeladen werden und immer up to date gehalten werden, durch wenige Klicks. Somit muss man nie wieder jedes Mal 500 neue Papiervisitenkarten drucken oder bestellen bei jeder kleinen Änderung. Per Klick kann dann dein Kontakt in das Kontaktbuch oder Outlook des Gegenübers gespeichert werden, damit du dir auch sicher sein kannst, dass ein Follow-up entsteht. Zusätzlich kannst du ebenfalls die Kontaktinformationen des Gegenübers aufnehmen in deinem Profil
und diese Daten dann direkt in dein CRM-System synchronisieren. Wie du hier siehst, wird nicht nur dem Endnutzer viel Zeit und manuelle Arbeit abgenommen, sondern auch der Firma per se, weil diese alle Prozesse und Kontakte zentral verwalten und jederzeit aktualisieren kann. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Wir sind ein Software-as-a-Service-Unternehmen, welches primär Lizenzen pro Benutzer pro Jahr an Unternehmen für die Firmenlösung mit der Management-Plattform und den individuellen Profilen verkauft. Zudem können sich aber auch einzelne B2B-Nutzer bei uns für eine Freemium-Version entscheiden und auch die individualisierten NFC-Karten über einen einmaligen Preis hinzukaufen. Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind traditionelle Unternehmen, die den Schritt der Digitalisierung wagen möchten und zusätzlich an die Nachhaltigkeit denken. Denn das ist, was wir mit LemonTips vereinen. Du erhältst eine innovative digitale, aber auch nachhaltige Lösung, welche einfach zu implementieren ist, aber großen Impact auf dein Unternehmen, dein Image und die Umwelt hat. Wie seid ihr finanziert? Innerhalb der ersten 3 Monate unserer Validation mit unserem MVP konnten wir relativ schnell einen Umsatz von ca. 7.000 Euro erzielen. Nachdem dann das neue Jahr 2021 begann und uns klar wurde, welchen Markt wir bedienen und wer unsere Zielgruppe ist, haben wir uns auf die Suche nach passenden Investoren gemacht, um die B2B-SaaS-Plattform zu bauen. Hier haben wir ein 6-stelliges Wandeldarlehen erhalten vor 12 Monaten und unsere Runway selbst nochmal verlängert durch weitere Umsätze. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Ende 2020, während der Pandemie, ein Produkt auf den Markt zu bringen, welches hauptsächlich für das Netzwerken in Person, natürlich auch digital, eher in Person gedacht ist, war schon schwierig. Wir haben das Potenzial im B2B-Bereich gesehen, aber natürlich war die Nachfrage zu dieser Zeit nicht so hoch, um richtig durchzustarten und viele Kunden zu gewinnen. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, Kunden zu gewinnen und die Zeit genutzt, unser Konzept, das Produkt und viele weitere Dinge vorzubereiten, um dann, wenn die Zeit reif ist, richtig durchzustarten. Und genau das war der Fall, Beginn von 2022. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Um das vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, innerhalb der letzten 12 Monate konnten wir kosteneffizient ein Team aus 8 Leuten aufbauen, die B2B-Plattform bauen und erfolgreich an Firmen verkaufen als jährliches Abonnement. Wir haben jetzt mehrere tausende Business-Nutzer weltweit und in den letzten 6 Monaten ein Wachstum von 150% gehabt. Unter verschiedenen Keywords zur digitalen Visitenkarte sind wir auf Google auf der Seite 1 gerankt, alles organisch. Alle Umsätze und Leads, die wir die letzten 12 Monate erzielt haben, kamen rein oder ausschließlich inbound rein. Das heißt, wir haben keine aktive Werbung gemacht oder dafür bezahlt. Und das ist hauptsächlich durch das SEO-Ranking, aber auch durch den viralen Effekt unserer Kunden passiert. Und vielleicht noch so eine kleine Sneak-Preview hier. Eine weitere Finanzierungsrunde wird auch noch folgen, aber dazu nächstes Mal mehr. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in 3 Jahren stehen? In 3 Jahren werden wir mit unserer Plattform der Marktführer in Europa sein für das effiziente und nachhaltige Netzwerken sowie für das Kontaktmanagement im B2B-Bereich, was dann ganz neue Möglichkeiten bieten wird, um unsere Geschäftsfelder zu erweitern. Zudem hoffe ich, dass wir in 3 Jahren gemeinsam Milliarden von Papiervisitenkarten und Flyer durch unsere Lösung eingespart haben werden, um auch einen nachhaltigen Impact erzielt zu haben. Das war die Vorstellung von LemonTabs, die Software für Kontaktverwaltung. Und jetzt geht es weiter mit LiveTab, der Multi-User Search Engine. Was ist euer Produkt? LiveTab ist ein Multi-User Search Engine, die in Berlin als Beta-Version verfügbar ist. Stellt euch vor, ihr seid mit euren Kollegen, Freunden oder euren Partnern zusammen und ihr könnt euch nicht entscheiden, was ihr machen wollt, was ihr nach der Arbeit unternehmt, welches Restaurant ihr wählt, welchen Film ihr euch ansehen möchtet oder wohin ihr im Sommer hinreisen wollt. Das liegt daran, dass Google keine Suchergebnisse für die Gruppe liefert, da die traditionelle Suche eine individuelle Erfahrung ist. In der Tat
besteht die Suche in einer Gruppe aus zwei Phasen. Einem Online-Moment, in dem wir individuell und allein suchen. Und einem Offline-Moment, in dem wir diskutieren und versuchen, uns zu einigen. Und meistens landen wir in einem Teufelskreis. Unsere Vision ist ein Produkt, das die gemeinsame Suche ermöglicht, ein Paradigmenwechsel in der Welt der Suchmaschinen. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Ich gründete mein erstes Startup in Mailand während meiner Studienzeit. Danach zog ich nach Berlin, um zu promovieren und als Postdoc in der Ingenieurwissenschaften an der TU zu arbeiten. Meine Fachkenntnisse liegt in Konsenstheorie und alle die mathematischen Modelle, die beschreiben, wie heterogene Gruppen einigen. Ich bin Autor zahlreicher internationaler Veröffentlichungen auf diesem Gebiet. Mein Co-Founder, Amok, kommt aus Mumbai und hat viel Erfahrung als Entrepreneur und ist ein Top-Word-Experte im Bereich Product Management. 2015 hat er seine B2C-Firma bis zu 1,5 Millionen User aufgebaut. Was wird durch euer Produkt besser? Auf unserer Website können die Nutzer gemeinsam suchen. Sie ist in Berlin verfügbar und wir beginnen mit der Nische der After-Work-Aktivitäten wie Restaurants, Bars, Veranstaltungen und Ähnlichem. Auf live-tap.com, auf Deutsch live-tap.com, kann jeder Benutzer und Gast, der zu einer Gruppensuche eingeladen ist, eine Suchanfrage für die Gruppe eingeben. Die firmeneigene KI von LiveTap kombiniert alle Suchanfragen innerhalb der Gruppe und liefert relevante Suchergebnisse, über die Nutzer und Gäste dann abstimmen können. Ein Beispiel. Ich, Fabio, suche nach einem mittelpreisigen, gemütlichen Restaurant in Kreuzberg. Dann teile ich die Suche mit meinen drei Freunden in unserer WhatsApp-Gruppe. Sie fügen jeweils mit veganer Option und mit Außensitzplätzen hinzu. Die KI kombiniert unsere Anfragen, schlägt Suchergebnisse vor und lässt uns über sie abstimmen. Das Restaurant mit den meisten Stimmen ist der Ausgewählte. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Die Einnahmenquelle von LiveTap setzt sich aus drei verschiedenen Quellen zusammen. Erstens Premium-Mitgliedschaft. Zwei Partnerschaften mit Food- und Mobility-Services. Und drei Gruppenanzeigen. Wer ist eure Zielgruppe? Wir richten uns an Millennials, die in europäische und nordamerikanische Großstädten wohnen und auf Afterwork-Aktivitäten suchen. Berlin ist der Startmarkt. Wie seid ihr finanziert? Wir sind ein Techstars-Unternehmen. Anfang dieses Jahres haben wir Geld von Investoren aus dem Silicon Valley erhalten, die Experten auf dem Gebiet der KI sind, sowie von Techstars. Jetzt sind wir in einer weiteren sehr erfolgreichen Fundraising-Runde und bekommen viel positives Feedback von Angels aus Berlin und Europa im Allgemeinen. Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
Amok und ich saßen im Jahr 2019 in einem Bubble Tea Shop in Berlin. Wir versuchten, einen Abend mit Freunden zu organisieren. Und es war immer das gleiche Problem, Leute mit unterschiedlichen Geschmäckern zusammenzubringen. Warum automatisieren wir das nicht? Fragte ich. Wir könnten die Konsenstheorie anwenden. Amok verstand in diesem Moment meine Idee und antwortete: Wenn es so etwas nicht gibt, dann lass es uns machen. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? 2021 hatten wir eine App für iPhone und Android, mit der wir unseren Algorithmus an einem großen Publikum testeten. Wir erreichten über 10.000 Nutzer. Als dann nach der Pandemie die Dinge wieder offen waren, nutzen wir das, was wir gelernt hatten, verbesserten die KI und veröffentlichten die neuen Web-App auf live-tab.com, auf Deutsch nochmal live-tab.com. In der ersten Woche haben wir bereits über 700 Nutzer in Berlin allein mit einem Viralitätsindex von über 2x erreicht. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in 3 Jahren stehen? In 3 Jahren werden wir die Search Engine der Zukunft sein. Und die führende Search Engine der Zukunft wurde in Europa geboren. Ich möchte, dass LiveTab erfolgreich ist, nicht nur wegen der Idee, der Vision und für uns, sondern auch dafür, dass wir dem europäischen Startup-Umfeld Fachwissen, Hilfe und Unterstützung zurückgeben. Das war LiveTab, die Multi-User-Search-Engine, und als letztes in der Runde haben wir Recoro, der intelligente Co-Pilot für Vertriebsorganisationen. Was ist euer Produkt? Mit Recoro entwickeln wir einen intelligenten Co-Piloten für Vertriebsorganisationen in B2B-Unternehmen. Unsere KI integriert sich in digitale Kommunikationskanäle wie zum Beispiel Microsoft Teams und analysiert Verkaufsgespräche, wie es normalerweise nur ein Mensch könnte. Die Lösung dokumentiert dafür diese Gespräche und schafft neue Erkenntnisse über Kunden und Vertriebler durch unsere smarten Analysen. Basierend auf diesen Daten entwickeln wir dann jeden Vertriebler durch individuelles und kontinuierliches Coaching zum Top-Performer. Damit helfen wir Vertriebsteams, mehr Deals abzuschließen, einzigartige Kundeneinblicke zu gewinnen und sich langfristig weiterzuentwickeln. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Wir sind ein Startup aus München und mittlerweile schon zu 6. Teile unseres Teams hat bereits mehrere Jahre bei BMW an der Forschung und Entwicklung neuer Assistenzsysteme gearbeitet und gemeinsam übertragen wir nun die gewonnenen Erkenntnisse auf den Anwendungsbereich im Vertrieb. Wir alle kombinieren dabei langjährige Erfahrungen aus der Softwareentwicklung und der Unternehmensberatung. Welches Problem löst ihr? Viele Unternehmen wissen genau, wie ihr Vertriebsprozess aussieht, an welchen Touchpoints mit Kunden gesprochen wird und ob am Ende ein Geschäft zustande gekommen ist oder nicht. Jedoch haben sie keine Einblicke, was tatsächlich in Kundengesprächen passiert, welche Informationen dort geteilt werden oder wie Kunden auf Präsentationen oder Messages reagieren. Ebenso wenig gibt es Informationen darüber, wie Vertriebler diese Gespräche führen und wie man diese individuell unterstützen kann, um noch erfolgreicher zu sein. Mit Recoro schließen wir diese Lücke und ermöglichen mit unserem intelligenten Co-Piloten hier Transparenz zu schaffen, Mitarbeiter datenbasiert zu coachen und damit den Vertriebserfolg zu steigern. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Unser Geschäftsmodell ist ein klassisches SaaS-Modell und passt sich bezüglich Teamgröße
auch den Bedürfnissen unserer Kunden an. Hierbei zahlen Kunden pro Nutzer und Jahr und können unsere Lösungen dafür unbegrenzt nutzen. Die Kunden haben hierbei die Möglichkeit, sich in einer ersten Testphase von Recore natürlich zu überzeugen. Wie seid ihr finanziert? Aktuell werden wir durch das Exist Gründerstipendium unterstützt und haben auch erste Partner an Bord, wie zum Beispiel den VC APX von Axel Springer und Porsche. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Wir haben das erste Produkt auf dem Markt gelauncht und releasen regelmäßig neue Features und erweitern damit unser Portfolio. Die Funktionalitäten werden basierend auf dem Kundenfeedback, das wir bekommen, weiterentwickelt und wir schneiden das natürlich gerne auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu. Als nächster Schritt ist die Erweiterung der aktiven Nutzerbasis geplant sowie die weitere Entwicklung neuer Funktionalitäten. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Wir freuen uns hier bereits mit Kunden intensiv zusammenzuarbeiten und ihnen bei der Optimierung ihres Vertriebs zu helfen. Wir sind wirklich sehr stolz darauf, zum Wachstum von spannenden Firmen beitragen zu können und Mitarbeiter in ihrer alltäglichen Arbeit entlasten zu können. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in 3 Jahren stehen? Die Art und Weise, wie wir im Business-Kontext kommunizieren, hat sich in den letzten 2 Corona-Jahren ja drastisch verändert und wird sich auch in der Zukunft weiter digitalisieren. Wir möchten hier mit Recore der Partner der Wahl sein, um diese Kommunikation zwischen Firmen zu optimieren. Dabei sehen wir Recore als wichtigsten Player in Deutschland und Europa, der B2B-Vertriebsteams dabei unterstützt, die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt durch einfühlsame Menschen zu liefern und damit den Vertriebserfolg zu steigern. Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de/junge-startups. Das war's mit den Vorstellungen für heute. Vielen Dank an Raji Sarhi, Fabio Molinar und Julian Speckmeier für die Vorstellungen eurer Startups. Wir wünschen euch noch viel Erfolg in eurer weiteren Gründungsgeschichte. Falls ihr da draußen ein junges Startup habt, das bis jetzt nicht mehr als 1 Million Euro in Finanzierungsgeldern aufgenommen hat und dabei noch nicht älter als 3 Jahre ist und ihr hier euer Startup gerne vorstellen möchtet, dann schickt uns eure Bewerbung gerne an podcast@startup-insider.com. Wir wünschen euch viel Erfolg. Und damit war's das mit Startup Insider Daily für heute. Mein Name war Levent Kellele. Ich wünsche euch einen schönen Resttag und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Wir möchten uns gerne bei unseren Partnern der heutigen Sendung bedanken. Ihre Unterstützung hilft uns, unseren täglichen Podcast weiterhin kostenlos anzubieten. Alle relevanten Links und Angebote unserer Podcast-Partner findest du immer in unseren Shownotes. Außerdem gibt es auf unserer Website eine Übersicht aller Unterstützer dieses Podcasts mit vielen attraktiven Angeboten für unsere Hörerinnen und Hörer. Einfach mal vorbeischauen auf www.startupinsider.de/partner.